Nun heute lesen wir etwas sehr Grundlegendes. 13. Kapitel. Naturgenießer und Bewusstsein. Arjuna Uvacha. Prakritim Purusham Chaiva. Kshetram Kshetra Gyanam Evacha. Etat Viditum Ichami. Gyanam Gyenyam Chakeshava. Sri Bhagavan Uvacha. Idam Shariram Kaunteya Kshetram Iti Abhidiyate. Etat Yovetitam Prahu Kshetragya Iti Tatvida. So ist Arjuna fragt und Krishna antwortet in einem Vers. Arjuna sagte, oh mein lieber Krishna, ich möchte wissen, was Prakriti, die Natur, und Purusha, der Genießer, was das Feld und der Kenner des Feldes, was Wissen und der Gegenstand des Wissens ist. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, der Körper, o Sohn Kuntis, wird als das Feld bezeichnet. Und derjenige, der den Körper kennt, wird als der Kenner des Feldes bezeichnet. Und Nachkomme Bharata, du solltest verstehen, dass ich ebenfalls der Kenner in allen Körpern bin und in den Körpern und seinen Besitzer zu kennen, wird als Wissen bezeichnet. Das ist meine Ansicht. Hör nun bitte meine kurze Beschreibung dieser Tätigkeitsfelder, wie es beschaffen ist, welches seine Veränderungen sind, wodurch es verursacht wird, wer der Kenner des Tätigkeitsfeldes ist und was seine Einflüsse sind. Dieses Wissen über das Tätigkeitsfeld und den Kenner der Tätigkeiten wird von verschiedenen Weisen in verschiedenen vedischen Schriften beschrieben. Es wird insbesondere im Vedanta Sutra erklärt, mit aller Beweisführung in Bezug auf Ursache und Wirkung. Die fünf großen Elemente, das falsche Ego, die Intelligenz, das Unmanifestierte, die 10 Sinne, der Geist, die 5 Sinnesobjekte, Verlangen, Hass, Glück, Leid, die Gesamtheit, die Lebenssymptome und die Überzeugung, all dies wird zusammengenommen als das Tätigkeitsfeld und seine Wechselwirkung bezeichnet. Demut, frei sein von Stolz, Gewaltlosigkeit, Duldsamkeit, Einfachheit, Aufsuchen eines echten spirituellen Meisters, Sauberkeit, Unerschütterlichkeit, Selbstbeherrschung, Entsagung der Objekte der Sinnenbefriedigung, frei sein vom falschen Ego, das Erkennen des Übels von Geburt, Tod, Alter und Krankheit, Loslösung, Freiheit von der Verstrickung mit Kindern, Frau, Heim und so weiter, Gleichmut inmitten erfreulicher und erfreulicher Ereignisse, beständige und unverfälschte Hingabe zu mir, das Streben, sich an einem einsamen Ort zurückzuziehen, Loslösung von der allgemeinen Masse der Menschen, Erkenntnis der Wichtigkeit der Selbstverwirklichung und die philosophische Suche nach der absoluten Wahrheit. All dies erkläre ich hier mit Verwissen und alles andere, was es sonst noch geben mag, ist Unwissenheit. Ja, da lässt uns der Krishna nicht viele Zweifel haben. Ne? Er stellt da mal ganz klar fest, was los ist. Ich werde nun den Gegenstand des Wissens erklären und mit diesem Wissen wirst du das Ewige kosten. Das Brahman, die spirituelle Natur, ist anfanglos und mir untergeordnet. Es liegt jenseits der Ursache und Wirkung der materiellen Welt. Überall sind seine Hände und Beine, seine Augenköpfe und Gesichter, überall sind seine Ohren. Auf diese Weise existiert die Überseele, die alles durchdringt. Die Überseele ist die ursprüngliche Quelle aller Sinne, doch sie selbst ist ohne Sinne. Sie ist unangehaftet, obwohl sie der Erhalter aller Lebewesen ist. Sie steht über den Erscheinungsweisen der Natur, gleichzeitig ist sie der Herr aller Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Jetzt gehen wir mal zu dem Ausgangsvers zurück.
Schiller Bauch hat erläutert. Arjuna wollte wissen, was Prakriti, die Natur, Purusha, der Genießer, Kshetra, das Feld, Kshetrajnan, der Kenner des Feldes, Wissen und der Gegenstand des Wissens ist. Als Antwort auf diese Frage erklärt Krishna, der Körper sei das Feld und derjenige, der den Körper kenne, sei der Kenner des Feldes. Der Körper ist das Tätigkeitsfeld der bedingten Seele. Die bedingte Seele ist im materiellen Dasein gefangen und sie versucht, sich die materielle Natur untertan zu machen. Und so bekommt die bedingte Seele entsprechend ihrer Fähigkeit, die materielle Natur zu beherrschen, einen bestimmten Tätigkeitsfeld. Dieses Tätigkeitsfeld ist der Körper. Und was ist der Körper? Der Körper besteht aus Sinnen. Die bedingte Seele möchte die Befriedigung dieser Sinne genießen. Und je nach ihrem Vermögen, die Sinne zu genießen, wird ihr ein Körper- oder Tätigkeitsfeld gegeben. Deshalb nennt man den Körper Kshetra oder das Tätigkeitsfeld der bedingten Seele. Jemand der sich mit dem Körper identifiziert, nennt man Kshetrajna, den Kenner des Feldes. Es ist nicht sehr schwierig, den Unterschied zwischen dem Feld und seinem Kenner, das heißt zwischen dem Körper und dem Kenner des Körpers, zu verstehen. Jeder kann einsehen, dass er von Kindheit bis zum Alter fortwährend körperlichen Wandlungen unterworfen ist und dennoch die gleiche Person bleibt. Es besteht also ein Unterschied zwischen dem Kenner des Tätigkeitsfeldes und dem Tätigkeitsfeld an sich. Auf diese Weise kann die bedingte Seele verstehen, dass sie vom Körper verschieden ist. Wie zu Beginn erklärt wurde, Dehinosmin befindet sich das Lebewesen im Körper und der Körper verändert sich von Kindheit zur Knabenzeit, von Knabenzeit zur Jugend, von Jugend zu Alter und die Person, die den Körper besitzt, weiß, dass sich der Körper verändert. Der Eigentümer des Körpers ist eindeutig Kshetrajna. Warum denkt das Lebewesen, ich bin glücklich, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin ein Hund oder ich bin eine Katze? Die sind alles körperliche Bezeichnungen, mit denen sich der Kenner des Körpers identifiziert. Der Kenner jedoch ist verschieden vom Körper. Obwohl wir viele Gegenstände gebrauchen, wie zum Beispiel unsere Kleider, wissen wir, dass wir von diesen Dingen verschieden sind. Ebenso können wir mit nur ein bisschen Überlegung auch verstehen, dass wir vom Körper verschieden sind. Ich und Sie und jeder andere, der einen Körper besitzt, jeder wird Kshetrajna, Kenner des Tätigkeitsfeldes genannt. Und der Körper selbst wird Kshetra, Tätigkeitsfeld genannt. Die ersten 6 Kapitel der Bhagavad Gita beschreiben den Kenner des Körpers, das Lebewesen und die Voraussetzungen, unter denen er den höchsten Herrn verstehen kann. Die mittleren 6 Kapitel der Bhagavad Gita beschreiben die höchste Persönlichkeit Gottes und die Beziehung zwischen der individuellen Seele und der Überseele im Zusammenhang mit dem hingebungsvollen Dienst. Diese Kapitel geben eine eindeutige Definition der übergeordneten Stellung der höchsten Persönlichkeit Gottes und der untergeordneten Stellung der individuellen Seele. Das Lebewesen befindet sich unter allen Umständen in einer untergeordneten Stellung. Doch weil sie diese Tatsache vergessen hat, leiden sie. Wenn sie durch fromme Tätigkeiten geläutert sind, wenden sie sich entsprechend ihrer Stufe dem Herrn zu. Wenn sie leiden, wenn sie Geld benötigen aus Neugier oder wenn sie nach Wissen suchen, dies wurde bereits beschrieben vom 13. Kapitel an, wird nun erklärt, wie das Lebewesen mit der materiellen Natur in Berührung kommt und durch viele Vorgänge, fruchtbringende Tätigkeiten, Entwicklung von Wissen und Ausführung vom hingebungsvollen Dienst, es vom höchsten Herrn befreit wird. Ebenso wird beschrieben, wie das Lebewesen, obwohl vom materiellen Körper völlig verschieden, dennoch irgendwie an diesen gebunden wird. Wow. Om Jnana Tivanandasya Jnananjana Shalakaya Shakshumil Tamjini Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manivistam Stabitam Jena Gutale Swayam Rupakalamayam Dadati Svapadati.
Liebe Vaishnavas, liebe Freunde des Krishna-Bewusstseins, liebe Menschen, die ihr von Srila Prabhupada begeistert seid oder zumindest angezogen seid zu seinen wunderbaren Worten und Botschaften. Diese Erklärung von Srila Prabhupada ist wieder einmal ganz klar. Eigentlich, wenn man Prabhupadas Erklärung betrachtet, kann man eigentlich nur staunen, wie klar dieser Mensch ist in dem, was er sagt. Und das, diese Klarheit, die zieht sich durch die Bhagavad Gita, durch Nektar der liebevollen Hingabe, durch die Lehren von Sri Chaitanya Mahaprabhu, die ziehen sich durch die Upanishad, Sri Upanishad, Upadeshamrita, Bhagavad Gita, Chaitanya Chaitanya, Srimad Bhagavatam, I Chaitanya Chaitanya, also im Ganzen, plus der 900 Klassen, die Prabhupada aufgenommen wurden, könntest du sagen, dass seine Lehre, das etwas zu erklären, in einem Zusammenhang steht, nachdem man ungefähr, sagen wir mal so, ja, schlichtweg Tausende von Beiträgen sich immer wieder weiter ergänzen und klares Licht auf eine Situation werfen. Jetzt, was ist die Situation? Kshetragya, Kshetra, Körper, Bewusstsein, Besitzer, Kontrollierer, oh, es sind so viele Elemente da, unsere Sinne, die am Zittern sind und sie wollen, dass wir sie zufriedenstellen. Das Schlimmste von den Sinnen ist der Verstand. Der bäumt sich nur so auf und will wichtig sein. Oder besser gesagt, will der einzige Wichtige sein. Denn wichtig sind wir ja schon mal, weil wir geschaffen worden sind von jemandem sehr wichtig. Aber wenn es darum geht, wie wichtig wir sind oder in Bezug auf andere Menschen oder andere Bestandteile der Schöpfung, wie wichtig wir sind, da tut es uns besser, ein bisschen demütig zu sein. Denn wie auch immer wir das gestalten mögen, wir werden immer klein bleiben. Wir werden immer diejenigen bleiben, die abhängig sind von jemand anders. Das fängt schon gleich beim Essen an. Ich meine, solange du nicht deine eigenen Tomaten aus der Erde formieren kannst oder aus der Luft, solange du immer noch abhängig bist vom Tomatensamen, Apfelsamen, Kokosnusssamen, damit da wieder etwas entsprießt und wieder etwas durch Gottes Kraft entsteht, das du dann später essen kannst. Ne? Ich meine, solange du völlig abhängig bist von der Schöpfung, ist es wirklich nicht, dann steht es dir überhaupt nicht gut zu sagen, dass es niemanden über dir gibt. Sozusagen, dass du der einzig Wichtige bist. Ich meine, das sagt ja nun eigentlich schon keiner mehr. Aber sie tun so, als ob. Weil es zu sagen, ist schon irgendwo ein bisschen beschämend. Aber zu sagen, ich glaube nicht, dass es jemanden über mir gibt. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemandem was schulde. Diese Art von Haltung, mit der man ans Leben rangeht, ja, die ist nicht gerade sehr gesund. Vor allen Dingen, man sieht es ja in jedem Moment des Lebens, brauchen wir jemanden. Hast du Zahnschmerzen? Da brauchst du einen Zahnarzt. Hast du keine Socken im Winter? Brauchst du jemanden, der sie strickt? Oder zumindest jemanden, der die Wolle gibt, damit du stricken lernst und dir deine eigenen Socken stricken kannst. Wer von euch hat schon mal seine eigenen Socken gestrickt? Ja? So, das ist das. Jetzt wird es ein bisschen heiß. Ist okay, da bleibt's. Ach, das ist das Kabel hier. Okay. Es braucht frische Luft hier. Macht mal ein Fenster auf.
zu viele Lungen und zu wenig Sauerstoff. Ja, das ist was anderes. Ich meine, wir werden erhalten, wir werden gesteuert, von innen erleuchtet, durch die verschiedensten Umstände. Wir bekommen von unserem geistigen Meister, wenn wir einen haben, die Information über, wo wir herkommen und warum wir hier sind. Solange man keinen geistigen Meister hat, muss man einen suchen. Denn solange man die Fragen nicht beantwortet, weshalb ist man hier und was soll man hier machen und so weiter, ja, da wird man ja mit offensichtlich nicht zufrieden sein, wenn man dann nicht weiß, was man wirklich macht. Heute ist sehr oft wird von diesem Selbstbewertung gesprochen, dass man seinem eigenen Existenz einen Wert beimisst. Und wie nennt man das in Deutsch? Selbstwertschätzung. Und da sagt man, ja, ich will natürlich mich hier in dieser Welt bestätigen, damit ich zeigen kann, ich bin ja auch jemand, der wertvoll ist und wichtig. Aber im Krishna-Bewusstsein beantwortet sich das im Nu, dadurch, dass man sagt, ja, natürlich bin ich wichtig, weil ich ein Sohn des höchsten Herrn bin. Derjenige, der mein Leben erschaffen hat, dem bin ich auch wichtig. Und da er mich erschaffen hat, kann ich mich hinstellen. Ja, ja. Da er mich erschaffen hat, muss er ja irgendeinen Sinn darin gesehen haben, dass ich existiere. Und jetzt nehmen wir mal an, so schön die Schöpfung und so gut wie die organisiert ist, da sollte das ja gar keine schlechte Idee sein, warum er mich geschaffen hat. So meine Bedeutsamkeit meiner Existenz basiert sich eigentlich schon schlicht darauf, dass derjenige, der mich geschaffen hat, auch wusste, wieso er das gemacht hat, eine besonders schöne Bedeutung für mein Leben dort mit beinhaltet ist. In anderen Worten, wenn ich auch nur ein bisschen glaube, was die Bhagavad Gita vertritt, wer Krishna ist, sobald mir das einleuchtet, dann ist mein Leben von höchstem Wert und höchster Wichtigkeit. Aber wenn ich die Bhagavad Gita nicht akzeptiere oder einfach grundsätzlich mich dagegen wende, dass jemand über mir stehen könnte, dass es irgendjemand mal eingefallen wäre, dass ich auch was zu essen kriege und dass ich auch einen Schlafplatz kriege und dass ich einen gesunden Körper habe und was auch noch alles an Geschenken auf einen reinprasselt in diesem Leben. Solange ich das nicht verstehen kann, dass es vielleicht doch jemanden gibt, der das verursacht hat, ja, dann stehe ich sofort vor einem riesen Berg an Zweifeln. Und zwar der erste Zweifel ist, warum bin ich denn überhaupt hier? Hat denn das überhaupt Sinn, dass ich hier bin und leide von diesem und jenem? Ich meine, es ist okay, es gibt eine Menge Leid in dieser Welt, das können wir nicht verzweifeln. Aber wenn du es im Großen bedenkst, ist es trotzdem, für jedes Leid gibt es 50 Freuden. So ungefähr, je nach Karma natürlich. Ne? Es mag in anderen, von einem zum anderen, in anderen Proportionen ausfallen, aber trotzdem das Leben. Ich meine, du siehst ja, was nur die Leute angeht. Anschauen sie, die gehen rum und lächeln und gehen Partys besuchen und sie gehen einkaufen und sie gehen immer auf der Suche, was genieße ich jetzt noch, was genieße ich jetzt noch, was ist das Nächste, heute was machen wir, ja, gehen wir in die Kneipe, ja? Und dann kriegen sie wahrscheinlich eine Prügelei am Schluss, weil sie blödes Zeug geredet haben, ne? Dann kommen sie nach Hause verbläut und versoffen, ne? Sowas gibt es auch, ne? Aber, und zwar technisch. Wie viele Leute prügeln sich in den Kneipen jeden Tag? Hm?
Also da kriegst du ganz schön eins auf die Nase. Ne? Oder dann geht, nee, ich gehe zur Kegelbahn. Ha? Und dann tut man so, jetzt wäre jetzt aber ich bin ja ein großer Kegler. Und dann darf man seine Kugel schieben. Plötzlich alle neun. Ne? Hat er wieder mal genossen. Ne? Und so, auf die Art und Weise, jeder versucht irgendwie was rauszuschlagen und findet dann auch. Manche Leute, die wollen sich nur ein Auto kaufen und dann fahren sie durch die Gegend und lassen sich mal gucken, wie sie da denn in ihrem Auto aussehen. Weißt du, es ist ziemlich grenzenlos, was man so alles an Freuden und so miterleben kann in dieser Welt. Ich meine, oder du brauchst ja nur ein Fußballfeld. Und dann grölen sie. Dann sitzen sie da mit aller Spannung, tausende von Leuten. Da fliegt nur ein Ball und dann geht es entweder oh, oh. Dann siehst du, wie ihre Freuden oder ihre Trauerreaktionen sind, je nachdem, auf welcher Seite sie stehen. Ne? Aber das eine Freud ist das andere Leid. Das merkt man sehr gut beim Fußball. So. Aber so sucht sich der Mensch halt Situationen, die ihn begeistern. Es gibt Leute, die gehen jedes Wochenende zum Fußball. Und andere, die machen halt andere Sachen. Aber die Welt ist im Prinzip aufgebaut, dass wir alle nach Freuden suchen. Und wir suchen obendrein auch noch nach Liebe. Und das ist der Widerspruch. Freude und Liebe, das passt nicht ganz zusammen. Weißt du warum? Weil die Liebe bedeutet, deine Freuden aufzugeben. Ah, das tut weh, ne? Natürlich versuchen wir das irgendwie zu mogeln, ne? Und zu sagen, nein, ich werde sowohl die Freuden als auch die Liebe haben. Und dann versucht man ja mal erstmal zu finden, mit wem man das haben kann, ne? Ja? Dann, weil du fängst, das fängt schon mal an. Ich meine, man braucht nur überlegen, eine Frau wird schwanger. Da ist mit der Freude aus. Jetzt kriegt sie erstmal einen dicken Bauch. Und alles tut ein bisschen weh mit der Krönung, wenn das Kind geboren wird. Das ist eines der größten Schmerzen, die es überhaupt gibt. Und dann fängt es an, das Muttersein. Und das Muttersein ist zwar sehr schöne Freude, kann man betrachten, sonst würden es die Frauen ja nicht ertragen können. Aber trotzdem heißt Mutter sein, Windeln wechseln. Das stinkt. Und ja, da muss man sich um das Kind kümmern, von morgens bis abends. Da gibt es keine Ausrede, keinen Urlaub mehr. Alles. Und dann kommt der Mann auch noch nach Hause, will einem auch noch was sagen oben drüber. Mensch, das wo war denn der Genuss? Nein, es war doch Liebe. Jetzt redeten wir doch von Liebe, nicht mehr vom Genuss. Ne? So, die Frage ist, da kann man den Genuss und die Liebe wirklich verbinden miteinander? Schlussfolgerung ist, im Krishna-Bewusstsein ist, wenn du Krishna liebst, dann ist es dir gar nicht, fehlt es dir nicht schwer, auch gewissen Freuden, sogenannten Freuden zu entsagen. Beispiel. Eine der schwierigsten Freuden zu entsagen, Geld. Mein Geld, mein Geld. Ich habe Geld, mein Geld. Jetzt kann ich ausgeben, jetzt kann ich kaufen gehen. Ja? Und wenn ich viel Geld habe, kann ich viel kaufen. Ne? Und dann, ja, dann fühlt man sich so ein bisschen frei. Ne? Ne? Wie sagen Sie, Geld macht frei? Nee, haben Sie gesagt, Arbeit macht frei. Ohne Arbeit hast du kein Geld. Ne? So deshalb, jetzt hast du Geld und jetzt kannst du dir so einige Sachen kaufen. Aber dieser Vorgang des Geldverdienen, Geld ausgeben, das heißt im Sanskrit, das sind die feinen Unterteilungen von Karma, von der Lust. Und zwar gibt es drei subtile Karmas. Die eine ist Profit, andere ist, sich von anderen zu unterscheiden und die dritte ist, verehrt zu werden. Man will verehrt werden. Profit, Adoration and Distinction.
Das sind auch nichts weiter als Lustprinzen, die einen da so gefangen halten in dieser Welt des Ich-will-Genießens. Also sprich in der Welt, ich will mich erfreuen. Und mit dem Profit, wenn man sich verheiratet, fängt schon mal an, dass die Hälfte der Frau gehört. Das macht man ja sonst nie. Du weißt, dass die meisten Leute, wenn sie gerade mal Geld verdient haben, wenn du sie um eine Spende bittest, da machen sie ein langes Gesicht. Ne? Und wenn sie dann vielleicht doch mal einen 10-Euro-Schein rausholen und sagen, okay, ich gebe die mal. Ne? Aber wenn du verheiratet bist, dann musst du alles abgeben. Je nachdem, ne, wie du dein Familienverhältnis gestaltest. Ne? Aber grundsätzlich sind die Frauen die besseren Verwalter. Die sind orthodoxer. Die denken schon daran, dass man etwas aus der Sache macht. Das kann man natürlich jetzt nicht verallgemeinern, aber trotzdem, Radharani, die schaut nach Krishnas Haushalt. Die ist Krishnas Schatzmeisterin. Also Krishna sollte ja wissen, wie es am besten geht. Ne? Und der hat ihr das übergeben mit dem Verwalten der Gelder. Und so. Aber in der Junggeselle, der will ja nichts. Ne? Der will ja das Geld nur für sich. Ne? Weil ich bin ja Junggeselle. Und jetzt kommt mir und sagt, weißt du, das Geld gehört ja gar nicht dir. Was? Ich habe doch dafür gearbeitet. Ja, du hast dafür gearbeitet, aber wer hat dir das Essen gegeben? Wer hat den Schlafplatz gegeben? Wer hat dir den Körper gegeben? Wer hat dir die Intelligenz gegeben? Wer hat dir alles gegeben? Ja, das weiß ich nicht. Nun, wenn du wüsstest, wer das wäre, denkst du, dass du ihm was schuldest? So, Krishna-Bewusstsein bedeutet anzuerkennen, ich schulde tatsächlich für all die Dinge, die ich bekommen habe, auch mich dem gegenüber klarzustellen. Wer bist du für mich, der Schöpfer meines Lebens? Und die Antwort darauf ist, ich bin derjenige, der dich glücklich machen wird. Aber nur, wenn du dich mit mir verbindest. Und dann musst du dich auch mit deinem Geld mit mir verbinden. Oh oh, das ist aber eine Sekte, ne? Ja? Jetzt fängt es aber richtig lustig an, ne? Ja? Denn der Jesus Christus hat doch gesagt, dass der Mensch, der investiert sein Geld dort, wo sein Herz ist. Also, wenn du sagst, ich will mein Geld in Gott investieren, das heißt dann hast du dein Herz bei Gott. Und wenn du sagst, nein, ich will mein Geld in Gold investieren, ja, dann hast du dein Herz beim Gold. Und wenn du das sagst, ich will mein Herz bei meiner Frau investieren, ja, dann bist du ein guter Ehemann. Und wenn du sagst, ich will mein Geld in mehreren Frauen investieren, ja, dann bist du ein Betrüger. So, wo du dein Geld investierst, da wirst du deine Qualifikation herbekommen. Das ist ganz einfach, das ist recht mathematisch. Das kann man recht chronologisch, buchhalterisch erforschen. Wo hat jemand sein Herz? Wie geht er damit um? Was ist los? Und um diesbezüglich auch eine gute Vorbereitung zu haben, lernen die Brahmacharis erstmal für Krishna zu arbeiten, für viele. Wo es gar nicht um sie geht und auch nicht um die Frauen, auch nicht um die Sinnenbefriedigung. Im Gegenteil, es geht nur darum, dass derjenige zufrieden ist mit dir, der eigentlich dein Besitzer ist. Da lernt man im Brahmachari-Leben, ja, ich bin nicht nur dieser Körper, ich bin das Bewusstsein, die Seele, ich bin in diesem Körper, dieser Körper ist mein Tätigkeitsfeld. Es gibt noch jemanden, der mein Tätigkeitsfeld und mich kennt. Der ist die Überseele, der weiß genau, was mit mir los ist, der wünscht sich genau das Beste für mich. Und wenn ich mich dementsprechend benehme, dann erfreut er sich an mir und wird mir helfen, Dinge zu verstehen, die ich jetzt einfach nicht verstehen kann, ohne seine Gnade. In anderen Worten, dann versteht man, dass die ganzen Zusammenhänge, all das, was wir hier in dieser Welt erleben, eigentlich wirklich ein Aufbau, eine Evolution des Bewusstseins ist. Und wenn man damit mitmacht, wenn man diese Evolution durchschreitet, dann kann man verstehen, dass man wirklich nicht der Besitzer von irgendwas ist. Ich meine, schau doch an, wen du in dem Moment, wo du stirbst, kannst du nicht mal deinen Ehering mitnehmen. Hm?
kannst du nicht mal deine Socken mitnehmen oder deine Kantimala, die bleiben auch hier. Nichts geht mit, du gehst einzig und allein. Sagst, aber das war doch meins. Ja, hör auf mit dem Schwund. Nichts war deins und nichts wird je deins sein. Das sind nur die Spielereien dieser ganzen Welt der Umstände, der Tätigkeitsbereiche. Und das Geld ist da ein ganz entscheidender Punkt. Nicht nur das Geld ist nur ein Beispiel. Könnte auch viele andere Beispiele der Eitelkeit geben. Aber das ist ein Beispiel, was sehr wichtig ist, weil jeder braucht Geld. Und wenn du keine Gelder hattest, waren es vielleicht Muscheln. Oder was weißt du, was die damals benutzt haben, um gewisse Austausche stattfinden zu lassen. Aber immer gab es irgendwas, wodurch man entweder beim Tauschen oder so sagte, okay, ich gebe dir hier den Stein und du gibst mir dafür eine Pflanze. Irgendwie musste irgendwas stattfinden, auch schon zu Vorzeiten, dass die Menschen ihr Leben gestalten konnten dadurch. Der wichtige Punkt, auf den wir uns hier richten, ist derjenige, dass es doch jemanden gibt, der hinter allem steht. Und der gibt uns die Klarheit dafür, dass wir abhängig sind. Und dass unsere Abhängigkeit nichts Unangenehmes ist. Es ist wie ein Kind ohne Schutz. Ein Kind läuft so vor wie hier und da. Und dann gibst du ihm die Hand, dann greift die Hand und ist ganz glücklich und geht mit dir und geht mit dir. Natürlich nach kurzer Zeit will es unabhängig werden, dann nimmt die Hand wieder weg und läuft los. Ne? Aber eigentlich möchte man immer beschützt sein. Das ist ein Grundprinzip unserer Natur, weil wir so bedingt und so klein sind. Wir sagen dann später, nein, ich habe mein eigenes Maschinengewehr, ich habe mein eigenes Haus mit Wachtürmen drumherum und riesen Doggen, dass mir keiner da reinkommt und mich stört. Ne? Aber Tatsache ist, wir haben keine Sicherheit in dieser Welt. Die gibt es einfach nicht. Wir müssen es anerkennen, dass die materielle Welt über uns steht und nicht uns zur Verfügung steht. Wir stehen der materiellen Natur zur Verfügung. Nur atmen zu dürfen, ist ein Segen Gottes, Prana. Das ist Gottes Segen, Pranat, der Herr meines Lebensatmens. Er ist wie mein Die Existenz meiner Natur ist nur durch seinen Segen ermöglicht worden. So wie soll ich mir das jetzt einbilden, dass ich unabhängig von Gott sein könnte? Das ist wirklich, da ist die Illusion so unglaublich stark. Man denkt, ich lebe auf meine eigenen Kosten und auf meine eigene Urkraft. Ich schulde niemandem was. Und diese Art von Illusion ist so unglaublich stark, dass sie uns dann wirklich die Idee gibt, ich bin der Körper. Ich bin dieser Körper. Schau, starker Körper. Geschickt. Ja. Und wo hast du den Körper her? Darüber reden wir nicht. Und wieso ist der so gut? Reden wir auch nicht drüber. Oder was hast du mit deinem Körper zu tun? Das hängt von mir ab. Ich habe mit meinem Körper nur das zu tun, was mir Spaß macht. Ich lebe nach dem Spaßsinn-Prinzip, nach dem Freudensprinzip. Alles, was mir Freude macht, das mache ich. Und alles, was mir nicht gefällt, das lasse ich weit von mir weg. So auf diese Weise denkt man dann in dieser Welt, man könnte sich durchschlagen. Aber die Tatsache ist, dass es alles nichts weiter als Illusion ist. Und das Leben beweist das immer, immer, immer wieder. Es ist alles Illusion. Wir sind nicht der Besitzer dieses Feldes.
Wir sind diejenigen, die der Kenner dieses Feldes sein dürfen, wenn wir kennenlernen. Aber wenn wir nicht den ursprünglichen Kenner dieses Feldes kennenlernen wollen, den Ishvara, dann ist unser Erkenntnis dieses Feldes sehr begrenzt. Da können wir vielleicht den Körper verstehen, aber wir können unseren Verstand noch schon nicht verstehen. Wir können unser Ahamkara nicht verstehen. Wir können unser Buddhi nicht verstehen, weil das sind feinstoffliche Körper. Dann können wir gerade vielleicht sehen, ja, ich habe Füße, Hände, Arme, Zähne, Ohren. Aber dass du wirklich, dass dir feinstoffliche Körper, der auch nicht dein wirkliches Selbst ist, aber den du auch sozusagen als eine deiner Hüllen mit dir rumschleppst, ne? Das kannst du gar nicht verstehen. Dazu brauchst du die Unterweisung der Bhagavad Gita. Mit den Unterweisungen der Bhagavad Gita kannst du all diese Sachen sofort klar verstehen. Wer ist Krishna? Wer ist der Besitzer dieser Schöpfung und mir einschließlich? Stell dir mal vor, wir sind doch in dieser Welt immer sehr auf Besitz bedacht. Immer sagen sie, das ist meins. Und dann sagt der andere, das habe ich dir jetzt abgekauft, jetzt ist es meins. Und so, wir sind sehr geschäftstüchtig immer mit dem, was ist meins, was ist deins und so weiter und so fort. So dementsprechend sollten wir auch ein bisschen konsequent sein und erstmal die Frage stellen, wem gehöre ich denn? Wenn alles einen Besitzer hat oder wir denken, wir könnten Besitzer sein, steht doch auch die Frage, wem gehören wir denn? Und naja, hier in dieser Welt gibt es etwas, das heißt, die Urheberrechte der Originalpatente. Ja? So, jetzt nehmen wir mal an, meinst du, dass auf dich ein Patent existiert? Ja? Meinst du, du hast eine wirkliche technische Formel hinter deiner Existenz? Hm? Und wenn dem so sei, wenn du deinem eigenen Körper und deinem Wesen einen derartigen raffinierten Urgrund zusprechen magst, dann magst du natürlich fragen, ja, und wer hat denn das Patent dafür? Wer hat denn das erschaffen? Und wenn es jemanden gibt, der das erschaffen hat, dich erschaffen hat, das Patent dafür hat, was schuldest du dem dafür? Hat er dich für einen bestimmten Grund erschaffen? Was wünscht er sich denn von dir? Und das ist genau die Frage, wo die Bhagavad Gita reingeht. Die Bhagavad Gita beantwortet denjenigen, der auch der Kenner deines Feldes ist. Das ist sehr interessant. Ich bin der Kenner meines Feldes und es gibt noch einen Kenner meines Feldes. Und es gibt die Welt unserer Sinnen und unserer Feinstofflichkeit und das alles. Ja, und es gibt die verschiedensten Aspekte oder Ziele, die man sich setzt im Leben. Es gibt auch die verschiedenen Dinge oder Aspekte, die sozusagen uns wie Laster anhängen. Die Lust, der Neid, Gier, Missgunst, Eifersucht. Oh, wir haben so einige Sachen, die wir mit uns rumschleppen hier in dieser Welt. Der Kampf, aus dieser materiellen Welt rauszugehen, ist nicht leicht. Und dazu muss man seine Grundlagen sehr gut kennen. Und die Bhagavad Gita gibt uns diese Grundlagen. Und was ist genau die Grundlage? Dass du sehr wertvoll bist, weil du vom höchsten Herrn Sri Krishna entworfen worden bist. Ihm gehört das Patent. Und weißt du, was er möchte? Er möchte, dass du deinen eigenen freien Willen entwickelst. Denn er hat dich mit eigenem freien Willen entstehen lassen. Er hätte dich auch als Zombie entstehen lassen können. Ne? Sozusagen so, wie man eine Puppe macht oder so. Ne? Die Puppen werden ja heute auch mit allem gemacht. Die können sprechen, ne? Was wir auf den Bauch drücken, dann sagen die was. Ne? Die können auch Augen auf und zu machen. Ne? Also der Höchste hätte durchwegs auch Zombies entstehen lassen. Aber das hat er nicht gewollt. Der wollte Leute haben wie dich, so richtig frech und intelligent und bereit zu lieben und bereit,
protestieren. Er wollte jemanden haben, der eine intellektuelle Herausforderung bietet. Denn nur dadurch, wenn man die Möglichkeit hat, zu lieben oder nicht zu lieben, kann man von Liebe reden. Denn wenn man zum Lieben gezwungen ist, dann ist es ja schon keine Liebe mehr. So, deshalb hat er uns aus seiner eigenen Schöpfungskraft in seiner eigenen Licht, seiner eigenen Existenz entstehen lassen und uns diesen Körper gegeben, damit wir hier das Lieben lernen können. Und um das Lieben zu lernen, müssen wir unsere privaten, persönlichen Freuden zurückschieben. Ich meine, auch in der Liebe hat es Freuden, das ist wieder was anderes. Aber bei der Liebe geht es nicht um meine Freunde, meine Freude. Wie dieser junge Mann, der da von Hallada zu Kiel zitiert wurde, der sagte, nach langem Hin und Her habe ich studiert, wie es aussieht mit meiner Familie und all das, was da so auf einen zukommt. Und da muss ich ehrlich sagen, die Heirat, das ist nichts für mich. Da hat er dann aber was Tolles entdeckt. Die Heirat ist eigentlich nichts für mich. Und da hat er völlig recht, denn man heiratet sich nicht für mich. Man heiratet sich für die andere Person, um sie zu schützen, um die Kinder, für die Kinder da zu sein. Wenn man sich nur für sich selber verheiraten möchte, das ist, hat die andere Person sehr schlechtes Los gezogen. Ja? Wenn man die andere Person sozusagen als ein anderen Besitztum betrachtet, den man mit in sein Leben mit reinnimmt. Nein. Man heiratet sich für die andere Person. Dann kann man sich heiraten. Verheiratet sich für die Kinder, die dann kommen. Und für die ist man dann auch da. Wenn man predigt, dann predigt man für die Menschen, die dazukommen. Oder die Besucher und die Freunde. Zum Beispiel heute war dieser Raum voller junger Menschen, die von der Schule kamen und hier mal Schularbeiten gemacht haben, dadurch, dass sie den Krishna-Tempel studierten. Ne? Das ist, und dafür ist der Tempel hier da, damit die kommen können und kennenlernen können und vielleicht mal etwas Neues entdecken können. Dafür sind wir hier. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Alles, was wir machen, dafür sind wir hier. Zum Dienen sind wir hier. Und warum und wie sollten wir dann nicht auch Gott dienen können oder sollten? Ist doch wunderschön, die Idee, Gott zu dienen. Was fällt dir da schwer? Gib dich doch einfach Gott hin. Mach doch einfach, was der möchte. Frag ihn doch, was er von dir möchte. Der will bestimmt nichts Schlechtes von dir. Ich meine, hat er dich erschaffen, ne? Was meinst du? Ist das eine schlechte Idee, Gott zu dienen? Kann dich das nicht mit Freude erfüllen? Mit Begeisterung? Bist du jetzt Krishna? Oder Allah? Oder Jehova? Oder nenne ihn, wie du möchtest. Kann es dich nicht mit Freude erfüllen, dass du ihm dienen kannst? Das ist natürlich die Frage sofort, was bedeutet das denn? Also wie kann man dem Gott dienen? Und daraufhin gibt es eben wieder die vielen Antworten der Heiligen Schriften und die sind eigentlich alle miteinander übereinstehend. Das ist, bedeutet, alle zu lieben und allen zu helfen. Nicht so, dass wenn du Gott liebst, dann musst du dich mit allen anlegen, die Gott nicht so sehen, wie du ihn siehst. Ja? Traurige spirituelle Philosophie, ne? Geschweige denn, die dann auch noch unter Druck zu setzen oder zu bedrohen. Ja? Jetzt liebst du Gott so, wie ich ihn liebe, oder? Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ja? Nur diese Mentalität ist nicht spirituell. Das ist einfach fehl am Platz. Leider gibt es Leute, die das bis heute noch predigen. Ich falle fast um, wenn ich höre, dass es junge Menschen gibt in Deutschland, die über die Konflikte in Syrien lesen und sagen, da gehe ich auch hin, werde ich auch Leute umbringen.
Leute, die sie gar nicht kennen, mitten aus einer deutschen Erziehung oder was immer sie da gelernt haben oder wo immer das jetzt, gehe ich hier weg aus meiner Gemütlichkeitszone, um dort nach Syrien oder nach Irak zu gehen, bewaffnet zu werden und dann über andere Leute herzufallen. Was bei denen vor sich geht, das, da muss man wirklich mal, da braucht man wirklich einen tiefen Psychologen, um das zu verstehen. Ja? Oder was das ist, eine Blutrunst, ein Fanatismus, eine Sehnsucht, was anderes zu erleben, das keine Grenzen hat. Ich meine, dann gebt euch lieber Krishna hin. Dann werdet lieber Bettelmönch oder sowas ausgesprochen, anderes im Leben, als dahin irgendwo hinzugehen und Leute umzubringen. Weil das Leben, das gehört uns im Endeffekt sowieso nicht. Aber trotzdem ist uns diese Freiheit gegeben worden, dass wir was mit diesem Leben Schönes machen können, was Liebevolles. Und das Wenigste diesbezüglich ist, alle nett zu behandeln und deine Familie vernünftig aufzuziehen. Das ist das Wenigste. Und im Krishna-Bewusstsein könnte man sagen, man kann seine Familie sogar noch erweitern und mehr Leuten dienen als nur seiner Frau und seinen Kindern. Und das macht man, wenn man zu einer Tempelgemeinde gehört. Eine Tempelgemeinde bedeutet dienen. Hier dienen wir unseren älteren Gottbrüdern, wir dienen dem geistigen Meister, wir dienen den Menschen, die zum Sonntagsfest kommen oder jeden Tag kommen. Wir dienen der Bildgestalt, wir dienen der Menschheit im Allgemeinen. Weil das ist Krishna-Bewusstsein, das heißt dienen. Und wir dienen Krishna dadurch, dass wir allen dienen. Das tut nicht weh, das sollte uns auch nicht sehr schwer fallen. Das ist einfach ein Geschenk. Naja, wir können ja mal eine Frage stellen. Wer hat von euch 2 Jahre Brahmachari-Leben hinter sich gehabt oder Brahmachari-Leben? Macht mal die Hände hoch, ihr, dass ihr das schon mal erlebt habt. 2 Jahre so einfach. Okay, jetzt. Ich meine, einige von euch haben viel mehr als 2 Jahre da drin gelebt, aber die das gelebt haben, jetzt nehmt bitte mal die Hände hoch, die diese 2 Jahre doch irgendwo bereuen. Dass sie gesagt haben, Mensch, habe ich doch irgendwo 2 Jahre verloren, hätte ich doch Geld verdienen können, hätte ich doch dieses machen können, jenes. Ja? Ich meine, ich habe das jetzt nicht geplant. Ne? Die Frage ist mir ganz spontan gekommen. Ich meine, dann müsste man doch irgendwas bereuen, wenn da irgendwas schlecht dran gewesen wäre. Und das, ich meine, es ist eine Art von Beweisführung. Ne? Wenn man dieses Leben, sich für Krishna einzusetzen und anderen zu dienen, ohne dafür persönlich etwas zu verdienen, sondern nur seinen eigenen spirituellen Fortschritt, sein Studium, ja, wenn man das miterleben darf, dann bedeutet es, das ist ein gültiges Prinzip. Und das ist das gültige Prinzip der Bhagavad Gita. Sich im Leben für andere einzusetzen. Soweit man es möglich hat. Und das ist, wenn man das ganze Leben machen kann, ist auch kein Problem. Aber man muss halt auch dahinter stehen. Das ganze Leben zu machen, oder beziehungsweise kommt unser Geistermeister und sagt, ja, okay, du kannst es nicht das ganze Leben machen, okay. Dann machst du jetzt Heirat oder Familie, aber gleichzeitig machst du weiter Gott dienen. Nicht, dass du aufhörst, Gott zu dienen, bitte. In deiner Fähigkeit versuche immer noch als Verheirater Hälfte deiner Energie Gott zu geben. Geht das? Kann man das schaffen? Und es kommt darauf an, wie hart man arbeitet und wie wenig man verschwendet. Ja? Und wenn man das wirklich nicht kann, weil es einfach zu knapp ist, naja, dann macht man so viel, wie man kann. Krishna, weil Krishna schaut nie das, was du ihm gibst. Krishna schaut immer, wie viel enthältst du ihm.
das, was du ihm enthältst, ist leider das, was mehr wichtiger ist, als das, was du ihm gibst. Es ist symbolisch, bitte missversteh das nicht. No? Jede Frau ist genauso wie Krishna. Die will auch nicht wissen, was du ihr gibst. Sie will wissen, was du ihr nicht gibst, um zu sehen, ob du ihr siehst. Ob du ihr gehörst oder nicht. So, wenn jede Frau das Recht hat, diesbezüglich in ihrer Beziehung mit ihrem Mann zu entscheiden, wie denn er wirklich ihr Mann sei oder nicht. Ich meine, kann Krishna ja nun auch zumindest mal das in Betracht ziehen. Denn Krishna und wir haben eine persönliche Beziehung. Er setzt sich ganz und gar für uns ein. Erstmal in unserem Herzen als Paramatma. Da gibt er uns immer wieder gute Ratschläge und leitet uns. Dann kommt er zu uns in der Form der Virata Rupa und schenkt uns alles, was wir haben in dieser Welt. Alles Essen und alles Trinken und alles kommt von ihm, ist dann alles ein Geschenk. Und dann gibt er dir auch noch einen Körper dazu, der also wirklich nur ein toller Körper ist, mit dem man so viele tolle Sachen machen kann. Einer ist ein guter Fotograf, der andere ist ein guter Maler, der andere ist ein guter Koch, der andere ist... Jeder ist gut von irgendwas. Und wer es nicht gut ist, irgendwas, er hat es nicht ausprobiert. Hat sich da nicht irgendwie leiten lassen, was Vernünftiges zu machen. So. Krishna sagt, ich bin das Talent, das in allen existiert. So, wenn du ein Talent hast, ich gucke dir den Ambarish an, ne? Was der für Talent hat. Ne? Ja? Gepeinigt, aber voller Talent. So hat dann jeder irgendwie sein Kreuz durchs Leben zu schleppen. Ne? Aber Krishna ist derjenige, der uns die Geschenke gibt. Alle Geschenke. Und wenn man das betrachtet und die Freiheit, die Krishna uns gegeben hat, und Krishna sagt, ich möchte dein Herz haben, ich will nichts weiter von dir. Ich will dein Herz, du bist mein und ich bin dein. Krishna sagt, ja, Bhagavad Gita, ich bin in deinem Herzen und meine Devote sind in meinem Herz. Aber das ist eben, mein Herz gehört dem ich und alles meine gehört. Das ist, der ist in meinem Herz. Und deshalb schau mal an, ich gebe dir ein praktisches Beispiel. Wenn jemand sagt, etwas ist für Krishna, sofort wird das umgewandelt in einen Grad des öffentlichen Besitzes, wo alle Zugang dazu haben, auch damit zu machen. Und wenn etwas in dieser Welt Privatbesitz wird, von einem Ego dominiert, dann wird es sofort, alle anderen sind ausgeschlossen. Bis auf ganz wenige möglicherweise, die Sonderregelung haben. In der materiellen Welt des Egos werden alle anderen ausgeschlossen. In der spirituellen Welt des Dienstes werden alle eingeschlossen, einschließlich diejenigen, die dich noch nicht kennen, die gar nichts von der Sache wissen. Aber die sind sofort mit eingeschlossen. Und das sind so Bestandteile, weißt du, die sind so überzeugend, wenn man sich's gut überlegt, dass man doch eigentlich Schlussfolgerung auch mit umarmen könnte und sagt, okay, deshalb dienen wir Krishna. Und das ist unsere Tempelphilosophie. Deshalb dienen wir Krishna. Deshalb versuchen wir, seinen heiligen Namen jeden Tag zu singen. Deshalb versuchen wir, seinen Tempel so schön zu machen wie möglich. Deshalb versuchen wir, eine spirituelle Gemeinschaft zu haben und zu leben. Deshalb versuchen wir, uns nur mit jemandem zu verheiraten, der auch Krishna bewusst sein möchte. Deshalb versuchen wir, das Essen, was wir kochen, bevor wir es essen, zu Krishna zu opfern. Deshalb versuchen wir, diese heiligen Bücher zu lesen, die uns über Krishna erzählen. Deshalb, das hat einen ganz konkreten Grund. Das ist keine
Das ist keine Erfindung. Das ist keine Einbildung. Es ist, weil wir in dem Zusammenhang uns so glücklich fühlen dürfen. In dem Zusammenhang sind wir dankbar dafür, dass Krishna uns empfängt und in die Gemeinschaft seiner Geweihten Zugang finden lässt. Weißt du, du kannst mit den Devotis so eng zusammen sein, wie du möchtest. Du brauchst nur sagen, ja, ich mag mit. Und dann bist du schon dabei. Auch wenn man noch so, weißt du, Krishna muss ja alleine einen Monat dabei sein oder 50 Jahre, ist man sofort auf dem gleichen Standpunkt des Wertes. Sofort, natürlich trotzdem, man ist ein Neuling, man will natürlich irgendwie, aber trotzdem, es gibt keine Bewertungsgrad unter Vaishnava, was sie sagt, ja, der ist schon so alt, der hat einen großen Wert, der ist gerade gekommen, der hat weniger Wert. Gibt's nicht. Genauso wenig wie die Eltern sagen, der ältere Sohn ist viel wert und der jüngere Sohn ist weniger wert. Das gibt's nicht. Alle Kinder sind gleich wert. Und alle Erwachsenen auch. Geht ihr schon nach Hause? Gute Nacht. Kommst du zu mir? Hab ich vor. Ich werde dich zu sehen wieder. Alles okay? Schlaf gut. Noch? Haribol. Okay, ich habe auch schon genug geredet. Habt ihr noch eine Frage diesbezüglich? Weißt du, das Thema ist unendlich. Das ist die Chetrakya und das ist alles das. Da kann man für immer und ewig drüber reden. Das ist die ganze Tragödie des Körpers und wie man sich mit den verschiedenen Aspekten auseinanderzusetzen hat, was man daraus schlussfolgert. Aber im Endeffekt, unsere Meinung ist, Hingabe zu Krishna, das am ersten und wichtigsten zu empfehlen ist. Wer sich Krishna hingibt, wird es nicht bereuen. Und all das, was er macht im Leben, wird Krishna und allen Menschen Freude bereiten. Wie zum Beispiel das Srimad Bhagavad Gita, das wir jetzt gerade gelesen haben. Dieses Buch hat so vielen Menschen Freude bereitet. Und jetzt bereitet es uns noch mehr Freude, denn jedes Mal, wenn unser Herr Modi, der jetzige Präsident von ISKCON, von Indien, Entschuldigung, der Präsident von Indien, wenn der rumreist auf der Welt, dann gibt er eine Bhagavad Gita, wie sie ist, in verschiedenen Staatsoberhäuptern. Da muss man natürlich sagen, Buchverteilung gibt ja. Wenn es schon der Präsident von Indien macht, kann es ja nicht schlecht sein. Okay, Fragen? Habt ihr Fragen? Ja, bitte. Kannst du etwas über Prabhupada erzählen? Über Prabhupada? Dass er der wunderbarste Mensch ist, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, dass ich ihm mein Leben schulde. Und dass er uns die Bhagavad Gita gegeben hat, damit wir sie auch lesen würden. Denn Prabhupada hat gesagt, meine Bücher sollen nicht nur verteilt werden, die sollen auch studiert werden. Das kommt direkt aus der Quelle. Und als er mir das gesagt hat, ich weiß nicht mehr, ob direkt persönlich oder wahrscheinlich zu einer Gruppe, da habe ich mir dann gleich vorgenommen, seine Bücher von vorne bis hinten zu lesen. Und da mir das nicht möglich war, weil ich sehr viel Dienst zu tun hatte, habe ich dann eine Sonderphase eingelegt. Das war, die Phase war um 8 Uhr, gehe ich schlafen, nach der Klasse direkt um. Um 2 Uhr stehe ich auf, dann habe ich die Bücher gelesen. Erstmal habe ich die Runden gechannelt vor dem Mangalarti. Habe ich noch eine halbe Stunde gelesen. Danach der Mangalarti habe ich wieder bis zur Klasse gelesen. Und so vorne und hinten habe ich überall so Studierzeiten rangehängt, neben das normale Programm. Und habe dann alle Bücher durchgelesen nach einer gewissen Zeit, ein halbes Jahr oder so hat es gedauert. Intensiver Marathon des Studiums. Prabhupada gesehen hat, gesagt hat. Ne? Und naja, die
Bücher von Baumwolz einfach unglaublich schön. Was da alles drinsteht, da kann man so viel lernen. Und dadurch, immer wenn man sich das notiert, was da Neues drinsteht, ne, am Schluss bist du ein Gelehrter. Wenn du das liest, was Baumwolz alles aufschreibt, dann bist du ein Gelehrter. Dann kannst du mit irgendjemandem in ein Gespräch gehen, da wirst du so viel wissen und wirst du dem Freude machen können durch das, was du gelernt hast. Noch eine Frage? Keine Frage. Keine Frage. Aber gut, vielleicht einen kleinen Kommentar. Ganz klein. Keine Frage, Romarasch. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Wir sollen lernen, auch die Axt zu sein. Also man fragt sich, die Bäume schlagen, ist es nun derjenige, der Woodcutter, wie man das sagt, der Holzfäller, oder ist man die Axt? Ne? Und im Krishna-Bewusstsein ist das ganz klar. Wir sollen die Axt sein. Wir sind das Werkzeug Gottes. Ich bin gerade so eingebildet. Und nicht, also wer ist wirklich der Handelnde? Ja, gut, der was sollen wir sein? Sollen wir nun dieser Holzfäller sein oder die Axt? Wir sollen die Axt sein. Ne? Wir sollen das Werkzeug sein. Darum bitten wir ja immer. Gurudev, du sagst ja immer, ne? Bitte lass uns ein Instrument deiner Liebe sein. Also wir sollen wie die Axt sein, aber nicht jetzt alle. Weißt du, dass das Beispiel ist einfach nicht tiefreichend genug, weil es so ein bisschen dramatisch ist, Holzfäller oder Axt. Ja. Na, das macht so ein bisschen grotesk die Sache. Aber im Endeffekt, wenn du das Instrument seiner Liebe sein möchtest, dann wirst du immer wieder eingestehen mögen, ob ich jetzt da erfolgreich bin oder nicht, das hängt von ihm ab. Aber selbst dort ist der Holzfäller noch nicht vollkommen, weil manchem Holzfäller fällt der Baum, den er fällt, selbst auf den Kopf. Ja? So, deshalb ist es eigentlich da die Freiheit, die er uns gegeben hat, die ist es, die er von uns möchte in Liebe. Und da ist dieser Bezugspunkt des höchsten Kontrollierenden, ist gewisserweise versteckt. So ein bisschen wie eine Mutter ein Kind aufhebt und sagt, jetzt lauf doch mal. Und das Kind fängt an so rumzuwackeln. Die Mutter ist mit der Hand gleich dahinter. Ne? Aber sie greift nichts. Das sind auch nur ruhig mal auf den Boden. Genau. Man ist trotzdem immer gleich dabei. So, Krishna, der hat schon seine Art und Weise, der endgültig Kontrollierer zu sein, aber ohne uns dabei auf den Wecker zu gehen. Sonst hätten wir da irgendwie keine Freude dran. So irgendwo. Okay. Gerade das. Ich habe immer vorhin gesagt, ich bin so, das ist mein Zuflucht, sogar Schutz, ne? Ein sozialer Schutz, sagt es am Anfang von dem Vortrag. Wenn man sucht immer Schutz, deswegen nimmt man irgendwie bei Gott Zuflucht oder so. Und, aber man sieht ja auch viele Menschen, die nehmen nicht bei Gott Zuflucht. Und irgendwie offensichtlich fühlen sie nicht so stark, dass sie Schutz brauchen oder so. Das würde mich mal interessieren, ne? Diese Schutzsache. Ne? Ein Moment, je einer Gefahr, denke ich, würde jeder sich an Gott um Schutz wenden. Vielleicht ist das nicht nur so bemerkbar im Allgemeinen. Du brauchst nur im Flugzeug sitzen und das geht. Oh mein Herr, lieber. Zum Beispiel auch, jetzt geht es ja noch mehr in die Richtung Schutz gewähren. Ne? Vielleicht jemand sucht nach Schutz, wenn er kleine Kinder oder so, oder ältere Menschen. Später sagst du, ja okay, wird man älter und auch hat mehr Fähigkeiten und so und dann möchte Schutz gewähren, ne? Zum Beispiel. Hängt um die
alle zusammen. Ne? Nicht voneinander zu trennen. Das, was man bekommt, soll man auch weitergeben. Das, was man bekommen möchte, sollte man auch weitergeben. Also vorher stand so die These im Raum, dass Liebe und Freude nur getrennt voneinander funktionieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn ich jetzt aber eine Frau habe, mit der ich eine Familie prinzipiell gründen möchte, wir begnügen uns erst, verstehen uns voll und dann haben wir Kinder und ich liebe die und gebe das weiter an die, dann ist das doch eigentlich eine tolle Verbindung, sozusagen dem Leben zu dienen. Absolut, die Freude kann man gar nicht verneinen, einfach nur atmen ist schon eine Freude. Das merkt man, sobald jemand einem den Mund zuhält. Da, Mund und Nase, da ist ein Atemzug so das größte Geschenk aller Geschenke. So, Genuss und Freude, aber es geht um das Genussprinzip und das Liebesprinzip. Und im Moment des Liebesprinzips muss der Genussprinzip untergesetzt werden. Okay. Das eine löst das andere dann. Ja, natürlich. Es geht nicht um das Prinzip da, es geht einfach um etwas Höheres. Die Liebe steht auf einem höheren Stellenwert als das Lustprinzip. Deshalb, wenn jemand nur sexuellen Kontakt hat, um seiner eigenen Freude willen, aber wenn er hört, dass die Frau schwanger ist, wegläuft, dann war es nicht nur ein Lustprinzip, sondern auch noch gleichzeitig ein armes Mädchen, das da sitzen gelassen wird mit einem Baby im Bauch. Ne? Da ist das dann natürlich ein Extremfall schon. Ne? Praktisch durch die 5 Minuten Freude hat er ihr das Leben versaut. Wenn man das so sagen will. Da gibt es ein Buch, der lernt zu lieben. Kann man da was falsch machen im Lieben? Also man muss, was heißt das, Liebe täglich anzuwenden? Also ich meine... Lerne zu lieben? Welches Buch ist das? Von Erich Fromm? Glaube ich. Learn to Love. Das von Prabhupada, das muss ein neues Buch sein. Ich habe es mich noch nicht kennengelernt. Nee, das ist... Ich weiß nicht, also wie kann man das anwenden? Also ich meine, Nicht sagen, weil ich es nicht gelesen habe. Nee, ich meine generell, also ich meine, was heißt das im täglichen Leben? Ob man lernen kann zu lieben? Wie man das anwendet richtig, so dass man jeden täglich halt in dass man richtig liebt. Die Frage ist mir ein bisschen zu lang. Sprich nicht die Frage, die Antwort darauf. Die Antwort darauf wäre zu lang. Aber wenn ich eine absolute Kurzfassung geben würde, dann folge ich wieder Prabhupada und solchen Persönlichkeiten, die sich ganz dem Glück anderer gewidmet und mach, was die machen. Und dann wirst du offensichtlich näher kommen, diesem Ziel, andere zu lieben. Ein praktisches Beispiel. Jemand zu folgen, der das wirklich verwirklicht und macht.